Ja, Servus hier vom Flugplatz, so, ja, vom Flugplatz, Schauflugplatz in Mosbach wieder. Und ich habe ja versprochen, wir machen mal wieder einen Flug. Und dann düsen wir heute mal nach Regensburg. Da ist ein wunderschöner kleiner Flugplatz. Das ist in so einem Add-on mit inbegriffen, die Bavarian Airports. Und ja, den wollte ich euch ja mal zeigen, dann fliegen wir da hin. Zusätzlich habe ich zu der Cessna neue Sounddateien bekommen, darum fliege ich mit der Cessna. Ich jetzt wollte es eigentlich mit der VL3 machen, aber wir machen es mit der Cessna. Und dann hocken wir uns da einfach mal rein, gucken kurz, wo der Windsack ist, wo der hängt. Ah, da drüben. Also wir müssen in die andere Richtung. Gut, dann wollen wir mal schauen. So, jetzt sind wir drin. Also wie gesagt, die ist ein bisschen sparsamer mit ihren Animationen und Effekten. Also ist aber nicht weiter wild. Das passt schon. So, also wie gesagt, wir machen mal Strom drauf. So, hauen das Bacon mal rein. Fahren alles nach oben. Fuelpump, Pumpe. Zurück. Und sie läuft. Machen wir alles an. Warten noch ein bisschen, bis der Motor seine Temperatur hat. Die sehen wir hier. Und dann machen wir halt weiter. Jetzt wundert mich ein bisschen. Ah, okay. Gut. In der Zwischenzeit drehen wir einfach mal unsere Höhe ein. Wir machen mal wieder unsere 2,8. Also VFR-Zugriffshöhe. Das passt. Und düsen einfach mal los. Den hier. Rollen wir einfach mal so dahin. Jetzt wisst ihr ja schon mit der Standard-Cessna, die hier drin ist im Flugzeug, dass die mit dem Korben ein bisschen Probleme hat. Das heißt, da müssen wir ein bisschen tricksen. Da geht es nämlich auch schon los. Ja, ich muss die mit der Bremse wenden. Was eigentlich nicht normal ist, ehrlich gesagt. So, dann machen wir mal eben ganz kurz noch was. Muss ich doch noch mal ins Menü rein, was ich eigentlich nicht wollte. Und zwar muss ich in die Audio-Einstellungen, den Sound, Kopfhörersimulation ist an. Und gut, dann machen wir die Stimmen, Flugzeugtriebwerk, das nehmen wir mal ein bisschen runter. So, anmelden und speichern. Zurück. So, schon besser. So, jetzt düsen wir mal los.
ist doch windig heute. Jetzt rollen rein. Und lassen sie einfach mal steigen. So. Jetzt müssen wir den Flugplan, den hätte ich eigentlich vorhin schon machen müssen, ich Depp. Phoenix Approach N1740D November Alpha Charlie is type Cessna Skyhawk 2 miles northeast of Echo Delta Papa, India, 2000 feet. Request flight following. N1740D November Alpha, Charlie Munich Approach. Squawk 2556. Squawk 2556 and 1740D November Alpha Charlie. N1740D November Alpha Charlie radar contact 2 miles northeast of Echo Delta Papa India 2300 feet. QNH 3.0.03. Roger N1740D November Alpha Charlie. Dann gehen wir doch ein bisschen höher. Weil das ist mir, wenn ich ehrlich bin, ein wenig. So wackelig hier auf 2.8. Gehen wir mal einfach höher. Gehen wir mal auf 5000. Mal sehen, ob es da oben ruhiger ist. Seht, das ist schon mal gut simuliert. Also das, zumindest ich kann nur davon reden, ob es mir jetzt plausibel vorkommt oder nicht, aber das dürfte schon plausibel sein. 13 Knoten aus nördlicher Richtung, also es kommt schon hin. Gucken wir mal, ob es da oben ein bisschen ruhiger ist, dann sehen wir es ja. Also wenn das wieder so dahin wackeln, kann ich ja gleich mal erzählen. Also heute ist erstmal wieder mit dem Radl trainiert. Hat super funktioniert. Ich hatte einen Trainingseffekt. Ja, hat gepasst. Es ging besser, als ich dachte. Also ich hatte eigentlich erst so gedacht, naja, du schaffst es, waren 15 Kilometer im Ganzen. Ist natürlich für einen Durchtrainierten, wie ich es am Anfang war, nichts. Aber für meine Statur jetzt im Moment, so wie ich mich gesundheitlich fühle, ist das schon eine Bombe. Und ich werde das am Dienstag wieder weitermachen. Auch wieder nur eine Stunde. Das mache ich die ganze Woche jetzt eine Stunde und nächste Woche ziehe ich es dann auf 2 Stunden hoch. Und mit einer Tour am Ende, wenn das Wetter mitspielt, vorausgesetzt. Weil es bringt ja nicht, wenn es regnet und hagelt. Aber ich denke mal, dass wir, also ich bin recht glücklich. Ich war wie ein Stier glücklich, wie ich hergekommen bin. Ich war im Ganzen eine Stunde unterwegs, bin um 8 Uhr los, um 6 Uhr wollte ich eigentlich los. Aber um 8 Uhr bin ich dann losgefahren, es war angenehm warm draußen. Es war nicht zu kühl beim Fahren. Es hat eigentlich alles gepasst, das Rad lief wie geschmiert, was es ja auch war. Und
Also, es hat eigentlich alles gepasst. Es gibt keinen Grund, jetzt irgendwie zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr weiter, doch, sondern ich mache weiter. Also, definitiv. Ich habe mich sauwohl gefühlt, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich war nicht sonderlich, nicht wirklich fertig, aber man hat gemerkt, es hat sich was getan. Und die Daten, die ich ausgelesen habe über mein GPS und so weiter und so fort, die sagen klipp und klar, ich hatte einen Trainingseffekt gehabt und der ist für mich maßgeblich. Ob der jetzt nur bei 15 Kilometer pro Stunde stattfindet oder ob der bei 20 Kilometer pro Stunde stattfindet, uninteressant. Ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt von 17. Das kam ja nur auch Isar-Kanal, weiß jeder, laufen heute einen Haufen Leute, die sollen ja auch laufen. Aber man muss halt abbremsen, zufahren, abbremsen, zufahren. Das ist statt ein Nachteil eher ein Vorteil. Es war so ein bisschen ansteigig. Es war ein bisschen ansteigig. Also die Anstiege. 0.605 for N1740D November Alpha Charlie. Ingolstadt Approach N1740D November Alpha Charlie 4800 feet. N1740D November Alpha Charlie Ingolstadt Approach QNH Tree 0, Decimal 0 Tree continue as planned. Ah, jetzt ist es ruhiger. Wo waren wir stehen geblieben jetzt? Also, er war ein bisschen ansteigig, also war die Abwechslung war da. Die Strecke selber ist gar nicht so schlecht. Die Strecke selber ist schon mal gut. Ich will es dann mal später, nächste Woche, dann mal in die andere Richtung probieren. Also, so dass ich die Anstiege da mitnehme über einen längeren Zeitraum. Das schafft gut. Und da müsste ich dann wieder auf so einem Level sein, dass ich sagen kann: Okay, gut, ich fahre eine längere Tour. Ich bin nicht matt, ich bin nicht kaputt, gar nichts. Bin auch nicht müde oder so in den Dreh, also es geht, also ich fühle mich wirklich sauwohl. Also man kann weitermachen. Sollte kein Problem sein. Also so wie zu dem Thema. Jetzt hatte ich ja eigentlich versprochen, ich mache das mit der VL3, ich mache es aber trotzdem mit der Cessna, weil ich hier neue Audiodateien drin habe, die sich nicht sonderlich großartig, ich weiß nicht, was er da verändert hat, keine Ahnung. Aber wenn die Zeit es betrifft, drehen wir den Spieß, dann mache ich das mit dem Ultraleicht. Also fliege ich mit dem Ultraleicht zurück, weil der hat auch ein Update bekommen. Und da will ich mal ansehen, was da für ein Update ist. Und da stand noch irgendwas vom Panel. Also denke ich mal an, dass die das Cockpit ein bisschen verändert haben, ein bisschen angenehmer gemacht haben. Lass uns überraschen. Also hin mit der Cessna, zurück mit dem Ultraleicht. Da sollte was gehen. Tja. Also wo geht's hin? Regensburg? In so einen Sportflugplatz, der da ist. Auch schön gemacht, ich war schon da. Also gut, grafisch dargestellt. Ich habe euch mal die Kennung hier angemacht, dass ihr mal seht, da wo was ist, wonach wir uns richten. Tja, also mehr ist dazu nicht zu sagen. Da hinten ist nochmal der Isar. Und jetzt lassen wir uns mal einfach überraschen und fliegen jetzt mal einfach so dahin. Machen wir mal Außenansicht. Meine, die wackelt ganz schön die Kiste. Also laut Dings fliegen wir noch 12 Minuten. Sind wir auch schon da. Können ja mal gucken. Ob wir Luftkram schon sehen. Nee.
EDNR, da ist er doch. Da ist ja glatt nochmal von der Schippe gesprungen. Kommen aus, wir sind gestartet in Richtung 05, das heißt, wir nehmen die 10. Echo Delta November Romeo Traffic N1740D November Alpha Charlie 2 Tree Miles South 5000 feet inbound to land runway 10. Heißt, sie ist irgendwie in 10 Grad oder so. Da lassen wir uns einfach noch einmal überraschen. Alles schon wackelig, mein lieber Mann. So, dann müssten wir jetzt langsam aber sicher den Descent kriegen.
müsste theoretisch die Donau hier unten sein. Also ich kann mich da jetzt, also lagert mich da jetzt nicht drauf fest. Also, aber theoretisch müsste Donau sein. So, dann geht's abwärts. Dann brauchen wir unser HDG. Das geht natürlich wieder nicht. Ich muss das unbedingt mal machen, dass ich das hier schalten kann. So, dann wären wir hier. Also wenn ich das richtig sehe, will ja eine komplette Platz, ne, kriegt er nicht. Wozu? Und das wackelt sich in der ganzen Rechte. Also wieder das reale Wetter jetzt, realer Zeitpunkt. Also so ist da oben, sieht es da oben jetzt aus. Eine lustige Landung. Bin ich gespannt, ob ich da nicht noch durchstarte. Echo Delta November Romeo, traffic N1740D November Alpha Charlie is on crosswind runway 10. Jetzt habe ich nur den Verkehr genommen. Habe ich Echo Delta November Romeo, traffic N1740D November Alpha Charlie is on base runway 10. Das hätte ich nehmen müssen, nicht die Querabflug, Queranflug. Ja, der kommt von der anderen Seite. Das ist der Nachteil der Geschichte. Also wenn wir uns das ein bisschen mal durch den Kopf gehen lassen, wie wir am dümmsten anfliegen.
Sache, der wollte eigentlich rechts nehmen, aber nö. Die wackelt sich denn da zurecht, das ist ein Spaß. So. Und weil es so schön war, Manuel. Da ist die Landebahn. Ein bisschen auf der Bremse treten hier. Eigentlich erschrecken wir, steht zu schnell. Ich fliege da mal so ein bisschen rasanter an. Eieiei, wir werden zu tief, wir werden zu tief. Eieieiei, was hast du denn jetzt gemacht? Das wird zu knapp. Oh, mal sehen, ob wir es schaffen. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Da habe ich die Landebahn voll ausgenutzt. Jetzt hatte ich gedacht, ich bremse vorher, ohne darüber nachzudenken, dass die Landeklappe mich ja wieder nach oben drücken. Aber macht nichts, hier mit dem zweiten Pfad an und dann ist gut. Echo Delta November Romeo, Traffic N1740D November Alpha Charlie going around. Ja, so kann es gehen. Da verschätzt man sich mal und dann ist es schon passiert. Dann machen wir den Anflug ganz einfach normal und dann ist gut. Borg-Legendenfeld. Ja, weiß ja gar nicht, was das für eine Borg ist.
glaube, bei dem ist es besser, man hat ein bisschen Motorkraft mit drin. Weil normalerweise kann man den runterziehen bis auf den Leerlauf und dann landet man praktisch vom Prinzip beim Segeln, wenn du so willst. Aber ich glaube, hier ist es, glaube ich, besser. Wir lassen hier noch einen Motor mit drin. Also wie gesagt, sollte das jetzt zufällig ein echter Cessna-Pilot sehen, ich fliege hier rein aus dem Bauch raus, ich bin kein Pilot. Nee, das zieht es praktisch, weil der Luftdruck jetzt nach unten geht, drückt es mir praktisch da oben, weil ich zu schnell bin für die Klappen, ganz einfach. Und ich habe gedacht, ich kann die als Bremse benutzen, das hat aber nicht funktioniert. Klappe 2 sollte reichen. Zweiter Anflug. Echo Delta November Romeo, traffic N1740D November Alpha Charlie, is on final runway 10 to land. Ja, dass der Wind ganz schön von vorne kommt, das merkst du. Sollen wir eigentlich glauben, wie man das merkt. Also kurz vor der Bahn hört der Wind dann auf. Dann wird es zwar ruhiger. Und drinnen sie mischt, hoffentlich nicht. Und runter. Ja, war nicht die dollste Landung. So, herzlich willkommen in Regensburg. Ober irgendwas? Ich denke mal, dass wir hier rein müssen. Total cooler kleiner Flughafen, Flugplatz, besser gesagt. Finde ich. Also würde sich mal lohnen, mal hinzufahren, mal zu gucken. Das Objektiv lacht schon wieder. Jetzt weiß ich noch nicht. Da ich keine Anweisung zum Anhalten krieg, stelle ich mich jetzt einfach hin. Zack. So, also ich mache jetzt mal, das heißt, nee, mache ich nicht. Wir machen erstmal aus. So. So, und dann gucken wir uns mal den Flughafen an. Oh, und der Motor ist so richtig schön warm. Also, ist da hätte ich mich hinstellen. Ich hätte nochmal zurück müssen und hätte mich hier hinstellen müssen. Na, ist egal. Das ist so ein Ultraleicht, mit dem wir gleich fliegen werden. Da gibt es einen schönen Kaffee.
Genau den werde ich mir nämlich jetzt noch machen. Und hier, ob das für Segelflieger ist oder ob das tatsächlich schon extra Schleppler ist, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich finde ihn einfach nur niedlich. Ich finde ihn cool. Der ist schön lustig, der ist schön klein, gemütlich. Ja. Zugang nur für berechtigte Personen, also darf ich nicht hierher. Aber schaukeln darf ich. Schaukeln darf ich hier. Ja. Und hier steht einer rum und guckt. Guck dir mal an, das ist eindeutig. Naja, den gehört bestimmt die Maschine. Bestimmt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Oberhub heißt das Ding. Okay. Höhe 1298 Fuß. Naja, passt doch. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss.